Eine Stadt zwischen Aufbruch und Dornröschenschlaf. Eine Stadt mit einem besonderen deutsch-polnischen Verhältnis. Stettin. Einst die drittgrößte Stadt des Deutschen Reiches und heute die siebtgrößte Stadt Polens. Die deutsch-polnische Grenze bei Stettin. Sie ist immer noch wie eine Narbe im Verhältnis zwischen Polen und Deutschen. Weltkrieg, Kalter Krieg, Flucht und Vertreibung. Sie war umkämpft und umstritten. Das ist noch nicht so lange her. Doch es ist Vergangenheit. Heute braucht man nicht mal mehr einen Ausweis, um diese Grenze zu passieren. Wir sind am nördlichen Ende dieser Grenze in der Metropole Pommerns. Stettin, das heute Szczecin heißt. Und auf der deutschen Seite der Grenze, dem Uecker-Randow-Kreis, einem der ärmsten Landkreise Deutschlands. Stettin ist heute eine Metropole abseits des Weltgeschehens, aber das war nicht immer so. Die Stadt hat in ihrer fast 800-jährigen Geschichte alles erlebt, was eine Stadt nur erleben kann. Märchenhaften Reichtum und große Not. Die Pest, Belagerungen, Eroberungen, Kriege und die fast völlige Zerstörung. Und sie hatte viele Nationalitäten. Sie war polnisch, preußisch, schwedisch, deutsch und ist heute wieder polnisch. Endgültig. Ludwig Stanowski kam 1952 aus Gniezno nach Stettin, um hier Maschinenbau zu studieren. Für ein Semester. Aus dem Semester ist ein ganzes Leben geworden. Damals war Stettin noch eine zerstörte Stadt. Ja, sehr. Wie ich hier gekommen bin, in 52, das waren alles Trümmer. Nur die wichtigen Häuser sind noch geblieben. Mit Palast zum Globus, der Weiße Adler Brummen. Aber sonst hier war alles nur Trümmer. Der Brunnen auf dem ehemaligen Platz des Weißen Adlers ist aus dem 18. Jahrhundert, als Stettin preußische Provinzhauptstadt war. Das benachbarte Haus ist der Palast zum Globus. Er war seit Ende des 19. Jahrhunderts Sitz des Regierungspräsidenten von Pommern. Zuvor stand dort ein Palais, in dem 1759 Sophie Dorothea von Württemberg zur Welt kam. Von ihr stammen die letzten 5 russischen Zaren ab. Und nur wenige Straßen weiter steht das Geburtshaus einer anderen, nicht ganz unbedeutenden Persönlichkeit. Hier in diesem Haus ist geboren Katharina II., die ganz große Persönlichkeit. Sehr viele Persönlichkeiten sind hier in Stettin geboren. Da, wo wir waren, Palast zum Globus, ist die Mutter aller Zaren geboren. Das war die Frau von Zar Paul I. Und hier Katharina die Große. Ist Katharina beliebt hier in Polen? Nicht besonders. Die Geschichte Polens war traurig in der Zeit, war verteilt, wie Katharina Zarin von Russland war. Katharina die Große hatte dem Russischen Reich mehrfach große Teile Polens einverleibt. Zu ihrer Zeit gehörte Stettin zu Preußen. Wozu es nach 1945 gehören sollte, war allerdings noch einige Zeit unklar. Wir waren nicht sicher, ob Stettin zu Polen gehören wird oder wird eine Freistadt werden. Und erst dann, das sind die ersten Häuser, die hier aufgebaut wurden. Das ist noch ein alter hier gebliebenes Haus, wo Antiquariat ist. Heute sind es vor allem die historischen Gebäude, wie das alte Schloss der pommerschen Herzöge, die in restauriertem Glanz erstrahlen. Stettin ist stolz auf seine Sehenswürdigkeiten und auf die großzügig angelegten Parks, die sich durch das ganze Stadtgebiet ziehen.
Und so wird auch vor allem auf den alten Plätzen wie dem Heumarkt deutlich, in welchem Reichtum die einstige Hafen- und Hansestadt einmal geschwelgt haben muss. Ich freue mich, dass ich in Stettin lebe und ich sehe, wie das alles neu restauriert wurde. Früher, die DDR-Bürger haben nie Stettin gesagt, nur ich in Deutsch. Ich habe nur Stettin gesagt, Stettin oder so ungefähr. Auf der anderen Seite der Grenze. Dort, wo die DDR-Bürger immer politisch korrekt Tschetschen gesagt haben sollen. Wir sind in dem kleinen Dorf Plöwen im Uecker-Randow-Kreis, etwa 15 bis 20 Autominuten westlich von Stettin. Grenznahe Dörfer wie Plöwen werden immer beliebter bei polnischen Familien. Die Landschaft ist schön und die Haus- und Grundstückspreise sind günstig. Zumal es noch Fördergelder aus Brüssel gibt für diese strukturschwache Region. Hier treffen wir einen Mann, der Bürgermeister von Plöwen war, solange er denken kann. Guten Tag. Und so nennen ihn hier auch alle immer noch den Bürgermeister. Armin Gärtner ist in Plöwen geboren. Berührungsängste mit den polnischen Nachbarn hatte er nie. Und dass sich Polen jetzt vermehrt hier ansiedeln, hält er für notwendig. Denn die einheimische Bevölkerung wird immer kleiner. Stimmt schon, das an und für sich hier wird die Bevölkerungszahl wird kleiner. Aber es wird eben nicht anders gehen. Nicht? Also die Deutschen und die Polen kommen ja zusammen und allmählich. Und je mehr sich die Jugend irgendwie trifft, desto mehr gibt es an und für sich auch deutsch-polnische Ehen. Hier drüben, wo ist schon eine, die ist schon seit einigen Jahren hier drüben, hier in der nächsten Straße. Im Dorf habe ich dann noch zwei Stück, die auch schon lange hier sind. Und jetzt in letzter Zeit haben noch drei hier in Polen, drei Polen hier bei uns Häuser gekauft. Hier etwa. Hier ist noch eine Familie drin und in dem Haus ist noch eine drin. Und im Dorf sind dann auch noch eine, ja. Die Jungen wandern ab und die Alten sind im Ruhestand. Nur Neubürger können neues Leben in die Dörfer an der Grenze bringen. Man sieht sich, ne? Tschüssi. Der kleine Lebensmittelladen in der Dorfmitte ist das einzige Geschäft in Plöwen. Früher war das hier der Dorfkonsum. Vor allem die Alten sind dankbar, dass sie nicht mit dem Bus in die großen Einkaufszentren fahren müssen. Aber eine Goldgrube ist es nicht gerade. Ziemlich schwer. Also man hat kaum Kundschaft, die Älteren. Die Jungen fahren alle nach Löcknitz, viele fahren nach Polen, kaufen da ihre Lebensmittel und ihre Dinge. Aber naja, man kämpft sich so durch, sage ich immer. Man braucht für seine Familie nicht woanders einkaufen gehen. Also viel mehr kommt bei dieser ganzen Sache nicht mehr raus, möchte ich sagen. Also einschätzen. Aber ich bin hier mit verwachsen. Ich bin schon seit 1982 hier schon zu Konsumzeiten in dieser Verkaufsstelle. Und naja, man möchte eben nicht aufgeben. Für Armin Gärtner ist Elke Sano die Heldin des Dorfes. Wer führt hier schon ein Geschäft weiter, wenn die Leute abwandern? Doch es gibt nicht nur Deutsche, die weggehen. Es gibt auch welche, die kommen. Zumeist aus den alten Bundesländern. Und die wissen das Leben in einer schwach besiedelten Region durchaus zu schätzen. Das ist wie das Leben hier so. Ich sag mal, ich bin vor 10 Jahren hier hingezogen. Also ein ziemlich neuer Bürger von Plöwen. Und ich habe hier sofort Anschluss gefunden. Die Leute haben mich super aufgenommen. Also sage ich jetzt mal so. Und von der Warte hier lässt sich schön leben, wenn man einen Job hat, sag ich mal, und sein Einkommen hat. Das ist ganz toll. 200 Meter habe ich bis zum Wald, Seebruch. Im Herbst hört man die Hirsche rühren. Man meint immer, die stehen im Garten. Also von der Seite her, von der Natur her, wunderbar. Thank you.
Einen Katzensprung westlich von Plöwen liegt das Städtchen Löcknitz. Es ist einer der ältesten Siedlungsorte Vorpommerns. Schon in der Steinzeit lebten Menschen hier am Ufer des Flüsschens Randow. Heute hat Löcknitz etwa 3000 Einwohner. Tendenz steigend. Ja, steigend. Denn hier siedeln verstärkt polnische Bürger, seit ihr Land der EU und dem Schengener Abkommen beigetreten ist. Und sie bringen nicht nur ihre Möbel mit, sondern auch Geschäftsideen und Investitionen. Bürgermeister Meistring will von mangelnden Perspektiven jedenfalls nichts hören. Arbeit haben wir genug hier. Wir haben hier sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben hier auf dem Gebiet der Konversion kann man hier was machen. Im Bereich Soziales kann man hier sehr viel machen. Dienstleistungen kann man hier sehr viel machen. So, ich sage das ganz klar, so peu à peu entwickelt sich hier auch wieder Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, wo dann die Leute auch wieder vernünftig Geld verdienen können. Das ist ja auch die Situation bei uns. Wer hierher kommt oder wer hier Arbeit hat, verdient ja in der Regel noch wesentlich weniger als da, wo die industriellen Zentren sind, wo eben die Arbeitsplätze mehr vorhanden sind als bei uns in der Gegend. Und dann gibt es da noch eine größere Stadt in der Nähe. Und der Bürgermeister spricht nicht von Pasewalk oder Neubrandenburg. Also irgendwann wird sich das so entwickeln, dass Stettin mal eine, ich sag's vorsichtig, ganz, ganz große Verantwortung hat für das gesamtgesellschaftliche Leben dieser Region. In Deutschland spricht man von Oberzentrum. Stettin, das sind über 400.000 Menschen, die auf 11 Straßenbahnlinien und in unzähligen Autos die Stadt wie ein Ameisenvolk durcheilen. Stettin ist eine äußerst lebendige und oft hektische Stadt. In einem kleinen Antiquariat treffen wir einen jungen Stettiner, der mit Hektik nicht viel im Sinn hat. Bartosz Morilewski hat ein Chemiestudium abgeschlossen und übersetzt in seiner Freizeit alte deutsche Briefe, die vor Jahrhunderten in Stettin geschrieben wurden. Bartosz gehört zu einer Gruppe junger Stettiner, die die preußisch-deutsche Vergangenheit ihrer Stadt erkunden. Denn diese Vergangenheit wurde nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell ausgeblendet. In der Schule, sagt Bartosz, habe er darüber nichts gelernt. Stadtbild und Architektur des alten Stettin sind vor allem geprägt von den Idealen und Vorlieben der Gründerzeit im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es sollte ein bisschen Paris sein und ein bisschen Berlin. Es war die goldene Zeit der Stadt, als vor allem die Prachtbauten an der Oder entstanden. Stettin verfügte damals über Europas größte Werftindustrie und es war bis vor dem Zweiten Weltkrieg in der Fläche sogar die drittgrößte Stadt Deutschlands. Die Hakenterrasse an der Oder ist ein Ausdruck des Stettiner Selbstbewusstseins jener Zeit. Sie wurde benannt nach Hermann Haken, einem deutschen Stettiner Bürgermeister. Heute heißt sie natürlich anders. Die Hakenterrasse trägt heute einen anderen Namen. Sie heißt Wałychobrzego nach dem ersten König Polens. Der hatte auch Westpommern erobert. Der Name Hakenterrasse wurde nach 1945 abgeschafft. Ist das einer der Haupttreffpunkte hier für die Stettiner? Ja, dies ist einer der Lieblingstreffpunkte der Stettiner. Hier gehen sie gerne spazieren. Thank you.
Auch dieser zentrale Platz war einst ein Symbol deutscher Vergangenheit. Er hieß Königsplatz und an dieser Stelle thronte das Reiterstandbild des ersten deutschen Kaisers, Wilhelm I. Nach dem Krieg wurde es abgerissen und aus den Steinen des Sockels errichteten die Sowjets diese Siegessäule. Gleich nach dem Krieg sollte die Stadt nach Meinung der damaligen Regierung so schnell wie möglich polnisch werden. Damals war man sich noch nicht sicher, ob Stettin wirklich eine polnische Stadt bleiben würde. Alle Wahrzeichen, die mit Deutschland und vor allem mit dem Preußentum in Verbindung gebracht wurden, sollten sofort vernichtet werden. Wie ist das jetzt mittlerweile? Wie geht man heute damit um? Heute ist das einfacher. Man kann mittlerweile über die deutsche Vergangenheit und die Geschichte der Stadt sprechen. Es ist viel einfacher geworden. Übrigens, gleich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion demontierten die Stettiner den Sowjetstern von der Säulenspitze. Ludwig Stanowski bei seiner Leidenschaft. Kurz nach seiner Ankunft in Stettin gründete der Maschinenbaustudent zusammen mit drei Freunden die Stettiner Vier. 7 Jahre lang waren sie die Attraktion im Nachkriegsstettin. Danach managte Stanowski jahrzehntelang erfolgreich die Schlagergruppe Hajdutschkis, mit der er oft auch in der DDR auftrat. Musik und Maschinenbau, eine gelungene Mischung. Geht man an einem sonnigen Sonntag durch Stettin, kann man verstehen, warum es Ludwig Stanowski ein lebenslanges Semester hier gehalten hat. Ich konnte in dieser Stadt freier atmen als anderswo, sagt der leidenschaftliche Stettiner. Die Menschen strahlen hier, weit entfernt vom Mittelmeer, eine fast mediterrane Leichtigkeit und Lebensfreude aus. Und dabei ist es nicht so, dass die Stadt Stettin und seine Bürger keine Probleme hätten. Die Löhne sind niedrig, die Mieten dafür zu hoch und längst nicht jeder findet Arbeit. Stettin, nach meiner Meinung, hatte kein Glück. Lange Zeit keine gute Verwaltung. Und deswegen andere Städte wie Poznań, wie Wrocław sind viel weiter gekommen. Wir sind nah von Berlin, nicht weit, Autobahn. Investitionen sind von Stettin, von dummen Leuten, die hier in Verwaltung waren. Ganze Investitionen sind weg. Schade. Sind das verpasste Chancen, die nicht wiederkommen? Ich denke, ja, das sind... Es kann immer was anderes kommen, aber wer früher beginnt, der startet schneller. Der Stettiner Hafen. Er war einst die Quelle des Reichtums der Stadt. Und er könnte es wieder werden. Nach Danzig ist er der zweitgrößte Seehafen Polens. Doch die Geschäfte sind in den vergangenen Jahren nicht besonders gut gelaufen. Seit dem EU-Beitritt 2004 kommt jedoch langsam der Aufschwung. In diesem Büro wird an der Zukunft des Stettiner Hafens gearbeitet. Grzegorz Färber ist Architekt. Er und seine Kollegen wollen die Stadt aus ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf wecken. Jetzt, wo sie mitten in Europa liegt. Es ist ja so.
Für eine ziemlich lange Zeit hat sich Stettin in keiner Weise entwickelt. Im Vergleich zu den anderen Metropolen des Landes war Stettin immer in einer Randlage. Es war Provinz. Diese Situation wird sich in Zukunft vollkommen verändern. Wir haben jetzt offene Grenzen und befinden uns in einem Land namens Europa. Wenn Stettin als Provinzstadt keine Perspektiven hatte und somit auch keine Investoren anlocken konnte, so ist das jetzt anders. Die Stadt ist zu einem interessanten Angebot in diesem Teil Europas geworden, mit guten Investitionsmöglichkeiten. Zumindest wir sehen das so. Und dies ist eines der Investitionsangebote, die Jagosz Ferba entwickelt hat. Das Stettiner Hafengebiet als hochklassige Wohnlage und attraktiver Standort für moderne Unternehmen. Wer sich dabei an ein westdeutsches Hafenprojekt erinnert fühlt, liegt ganz richtig. Vielleicht kennen Sie das Projekt der Hafen City in Hamburg. Wir haben hier in Stettin eine ganz ähnliche Situation wie in Hamburg. Die haben zwar dort eine Philharmonie, aber daneben entstehen auch Wohnungen und Büros. So etwas wollen wir auch für Stettin entwickeln. Es soll auf diesen brachliegenden Hafenflächen ein neues Stadtzentrum entstehen. Und das ist ein fantastisches Investitionsangebot. Ein Stadtzentrum mit den unterschiedlichsten Funktionen. Hört man Jagosz Ferba, so setzt Stettin künftig auf das Moderne. Neue Wohn- und Bürokomplexe sollen Investoren aus aller Welt anlocken. Doch was ist mit den alten Gründerzeitvierteln? Wer steckt da Geld rein? Viele dieser alten Bauten müssten dringend saniert werden. Stettin przeżył tak jak bardzo wiele miast. Stettin hat, wie viele Städte Polens, eine große Zäsur erlebt. Es war eine Art mentaler Stillstand. Jede Stadt Europas hat eine Kontinuität in ihrer Geschichte und hat sich fortentwickelt. Stettin hatte diese Kontinuität nicht. Es wurde für Stettin lange Zeit einfach nichts getan. Und zur Frage, ob die alten Häuser neben den neuen bestehen bleiben sollen, lautet die Antwort, ja. Gerade diese alten Häuser geben der Stadt doch ihren Charakter. Das sollte erhalten bleiben. Und das wird es auch. Leicht verwildert, zum Teil verfallen, zum Teil renoviert, liegt etwas abseits vom Stadtzentrum die alte Villensiedlung Pogodno. Als sie gegründet wurde, hieß sie Braunsee und war noch ein Vorort. Domy, bogate wille, które widzimy, są świadectwem rozwoju, największego rozwoju miasta, jaki nastąpił. Die Häuser und Villen, die wir hier sehen, sind ein Zeugnis für die große Entwicklung der Stadt am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Kiedy rozwijała się wymiana handlowa. Damals hatten sich Industrie und Handel am besten entwickelt. Die Stadt wurde größer. Und viele wollten an den Rand ziehen. Und so haben vor allem die Reichen hier im Grünen ihre prachtvollen Häuser gebaut. Duże, bogato ozdobione domy. Chcieli mieszkać wśród zieleni. Die Stadtführung mit Bartosz wird zu einer Reise durch die deutsche Vergangenheit Stettins. Der Hobbyhistoriker scheint die Geschichte jedes Gebäudes und jedes Straßenzuges zu kennen. Und er entdeckt Schriftzüge, die man eigentlich nicht mehr entdecken sollte. Wie an dieser Schule, die vor dem Krieg ein Taubstummenheim war.
Im Jahr 1945 wurde ein Dekret vom ersten polnischen Stadtpräsidenten Stettins erlassen. Der ordnete an, dass alle deutschen Schilder und Schriften aus dem Straßenbild zu entfernen seien. Was aus all den Schildern wurde, haben wir bis heute nicht rausgefunden. Und dann führt uns Bartosz zu einer unscheinbaren Attraktion, dem Kino Pionier. Dieses Kino wurde vor mehr als 100 Jahren unter dem Namen Welttheater eröffnet. Es ist bis heute das älteste, durchgängig genutzte Kino der Welt. Sogar das Guinness-Buch der Rekorde hat dies anerkannt, auch wenn es sich in den historischen Fakten geirrt hat. Stimmt das, was auf dem Schild steht? Nein. Bei der Anmeldung des Kinos für das Guinness-Buch der Rekorde wurden einige Fehler gemacht. Das Kino ist nicht 1909, sondern schon 1907 eröffnet worden. Also schon 2 Jahre früher. Das können wir zweifelsfrei nachweisen. Der kleine Rundgang mit dem wandelnden Stadtlexikon Bartosz geht zu Ende. Sein Wissen über die Stadt würde jeden Film sprengen. Bartosz entschuldigt sich noch, dass sein Deutsch nicht fürs deutsche Fernsehen ausreicht. Und erschöpft ist er auch. Zeit für einen Ausflug in eine der grünen Lungen Stettins, dem Nationalpark Puszcza Bukowa, der Buchenheide. Hier treffen wir Jacek Kaczynski. Bis vor ein paar Jahren fuhr der gebürtige Stettiner zur See, dann wurde er durch eine Krankheit berufsunfähig. Jacek entdeckte seine Leidenschaft für die Naturfotografie und durchstreift seither Woche für Woche die Wälder und Parks rund um Stettin und entlang der Oder. Doch was er dort sieht, gefällt ihm immer weniger. Viele Dinge werden hier immer mehr vernachlässigt. Wir haben so schöne Parks, die sich durch die ganze Stadt ziehen. Die Stettiner können täglich diese Natur genießen. Außerdem gibt es Naturschutzgebiete wie die Buchenheide, in denen viele Vogelarten leben. Wenn jemand ein Naturfreund ist, gibt es viele Plätze, die er besuchen kann. Es ist wunderschön, aber leider verschwinden solche Uferlandschaften immer mehr. Sie werden einfach zu betoniert. Und wenn jemand Natur erleben will, muss er immer weiter von Stettin wegfahren. Es ist wie überall. Die Natur hat es nicht leicht in der Nähe einer Großstadt. Und Jaceks Gefühle sind zwiespältig, wenn er durch die Wälder der Buchenheide wandert. Er genießt die Schönheit, die ihn umgibt, und ist traurig darüber, dass sie so vielen gleichgültig scheint. Am schlimmsten ist es in Stettin mit dem Müll. Zum Beispiel im Kasprowitschpark. Die Leute, die dort wohnen, wollen für die Müllabfuhr nichts bezahlen und schmeißen dann ihren Dreck einfach in den Park. Mitten in der Buchenheide liegt das Dörfchen Korbowow. Bis Kriegsende war es eine deutsche Bauernsiedlung.
Nach deren Vertreibung wurden hier Polen aus dem Osten angesiedelt. Auch Janina Iwaszko kam im Jahr 45 nach Kołowow. Kommen die Deutschen oft her, die damals hier gelebt haben? Besuchen sie das Dorf? Die Deutschen? Ja. Oh, sie kommen mich besuchen. Manchmal schlafen sie sogar bei mir. Ein Mann, eine Frau und ihr Sohn. Ab und zu waren auch schon ganze Gruppen hier. Kommen Sie denn oft? Besuchen Sie das Dorf, um zu sehen, wie alles hier geworden ist? Na, letztes Jahr habe ich mit einem gesprochen. Er war noch ein Kind, als er hier gelebt hat. Das war noch vor der Auswanderung. Ja, er hat mir gezeigt, dass er in diesem Haus dort gelebt hat, als er nur so hoch war. Und die vor Ihnen in dem Haus gelebt haben, waren die hier? Die sind schon gestorben. Wie ist es denn, hier zu leben? Ach, es geht. Zum Leben reicht es. Der Sohn arbeitet noch mit. Aber auf dem Feld gibt es keine guten Ernten. Im letzten Jahr hatten wir eine Dürre, in diesem Jahr nur Hagel und Regen. Und kaum einer hat hier Maschinen, nur ein paar Kühe. Es scheint, als hätte sich das Leben in Kołowow in all den Jahrzehnten nicht verändert. Als seien Krieg und Frieden, Kommunismus und Marktwirtschaft an dem kleinen Dorf vorbeigeschlichen, um es nicht aufzuwecken. Nur die Dorfbewohner haben einmal gewechselt. Von den Alten sind nur ein paar Grabsteine geblieben. Das ist alles. Könnten Sie mir noch sagen, wenn das kein Geheimnis ist, wie alt Sie sind? Wie alt ich bin? Wissen Sie, ich bin schon sehr alt. Es gibt keine alten Menschen, nur Ältere und Jüngere. Machen Sie mir Komplimente. Oh, ein bisschen. Ich bin 1925 geboren. Zurück in Plöwen begleiten wir Bürgermeister Gärtner bei einem täglichen Ritual. Am nahegelegenen Kolzosee will er eine Plötze angeln. Der frische Fisch ist für seine Katze, daran ist sie gewöhnt. Und er auch. Aber heute ist das Fernsehen dabei. Und wie es dann so ist. Alles vorbei. Die Katze wird sich nicht freuen. Komme ich ohne den Fisch nach Hause. Kein Glück heute. Das ist die Katze. Sie war ein Geschenk zur goldenen Hochzeit. Doch schmusen ohne Fisch? Nein. Armin Gärtner war 40 Jahre lang Bürgermeister in Plöwen. Aber seine Liebe galt einer anderen Stadt, Stettin. Dort ging er als Kind zur Schule und dort stand er am Flakgeschütz, als die alliierten Bomber die Stadt zu großen Teilen zerstörten. Lange Jahre vergingen, bis Gärtner seine Stadt wiedersehen durfte. Ich konnte im Jahr 1963, wurde bekannt, in Porzeweig fährt ein Bus nach Stettin, ein Linienbus oder sowas. Man konnte sich anmelden. Da war ich aber gleich dabei. Und meine Frau angemeldet. Und hier, wo ich da hinten, da ist unser Postbote gewesen im Dorf. Da ist ein Stettiner, ganz gewisser, hier schleift der Stettiner, der wir gleich mit einschreiben lassen. Und wir sind dann nach Stettin gefahren. Gekommen sind wir in eine Stadt, Schutthaufen. 85% zerstört. Und wir waren so entsetzt, dass man kaum glauben konnte, dass hier noch einmal ein Theater, Hotel,
oder sonst was oder Urlaube und alles ein gesellschaftliches Leben sein könnte, unmöglich. Und wann könnte das wohl sein? Ne? So verheerend die Vergangenheit in und um Stettin auch war, das deutsch-polnische Gymnasium in Löcknitz ist ein gutes Beispiel für Gegenwart und Zukunft dieser Region. Und der Motor dieser Möglichkeiten ist Schulleiter Gerhard Scherer. Das deutsch-polnische Gymnasium wurde 1994 gegründet. Seit 2004 trägt es den Titel Europaschule. Derzeit besuchen hier 280 deutsche und 150 polnische Schüler den Unterricht. Sie können sowohl das deutsche Abitur als auch die polnische Matura ablegen. Doch die Idee des deutsch-polnischen Gymnasiums war kein Selbstgänger. Die gegenseitigen Vorbehalte mussten erst überwunden werden. Das eine war die sogenannte aufgesetzte Freundschaft zum polnischen Nachbarn, wobei Löcknitz selbst der Ort mit den Schulen, die ansässig waren, eigentlich immer sehr enge Kontakte zum polnischen Nachbarn hatten, auch zu polnischen Familien. Andererseits Sprachhemmnisse daran schuld waren, dass man sich nicht näher kam. Man verstand die Sprache des anderen nicht und demzufolge auch nicht sein Denken und sein Tun. Und mit der Kenntnis der polnischen Sprache, des europäischen Nachbarn, glaube ich, öffnet sich mehr die Kultur des anderen, auch das Verständnis dem anderen gegenüber. Und dadurch, glaube ich, wird es mehr und mehr zur Normalität. Die Sprache ist der Schlüssel. Doch anders als etwa an den deutschen Grenzen zu Holland oder Dänemark ist die Sprachbarriere zwischen Deutschen und Polen sehr hoch. Die Hälfte der deutschen Schüler in Löcknitz hat mittlerweile Polnischkurse belegt. Und an der Volkshochschule in Pasewalk sind die Polnischkurse überfüllt. Das zeigt, dass nicht nur die Menschen in Löcknitz für sich, vor allem in Stettin, eine Zukunft sehen. Sondern ich würde sagen, die ganze Region, der ganze Uecker-Randow-Kreis. Weil es gibt viele Möglichkeiten, wo man zeigen kann, okay, wir sind nicht nur der Uecker-Randow-Kreis mit der hohen Arbeitslosigkeit und den vielen anderen Problemen, sondern wir nutzen auch die Stadt vor unserer Tür. Und letztendlich ist es eine gewisse regionale Identität, die man schafft, unbewusst. Am deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz spürt man nichts von den politischen Streitereien auf Regierungsebene. Die Jahrgänge hier wachsen in eine Normalität hinein, die für ihre Eltern noch schwer vorstellbar war. Die Themen sind eigentlich die gleichen wie bei jeder anderen Schule auch. Also es sind genauso Schüler wie wir, sodass sich das nicht viel unterscheidet. Es geht immer darum, wer hat welche Hausaufgaben und wer kann mir wo mal helfen. Das ist eigentlich genau das gleiche wie bei anderen Schulen auch. Und wo kommen die schöneren Mädchen her? Die schöneren Mädchen kommen meiner Meinung nach ganz klar aus Polen. Ist das hier allgemeine Meinung? Naja, weit verbreitet. Mein Deutsch gut, ja? Du willst mein Deutsch gut haben. Wo sollen auch da noch Vorurteile herkommen, wenn die polnische Schülerin dem deutschen Mitschüler ihr Deutschheft leiht? Wir sind schon solche Sonderschule, wo diese Integration, deutsch-polnische Integration irgendwie perfekt läuft. Und ich habe gar keine Probleme mit meinen deutschen Mitschülern. Wir sind gut befreundet, vielleicht in anderen Klassen, aber das weiß ich nicht, ob irgendwelche Probleme gibt. Ich habe auf jeden Fall gar keine. Doch es bleibt die Frage nach den Perspektiven in einer Region, in der es trotz eines zarten Aufschwungs immer noch nicht viele Möglichkeiten für junge Menschen gibt. Patrick, der die polnischen Mitschülerinnen so hübsch findet, hat seine Aussichten schon klar analysiert. Ich hoffe immer noch hier bleiben zu können, direkt hier bei uns. Und es gibt zwei Bereiche, die hier eigentlich ganz stark im Kommen sind in den nächsten Jahrzehnten, sagt man jedenfalls. Das ist die Landwirtschaft, wo es wenige hochbezahlte Jobs geben wird und viele niedrigbezahlte. Und das ist alles, was mit der Medizin zu tun hat. Also hier spricht man immer von Florida, Mecklenburg-Vorpommerns, dass die ganzen alten Leute herkommen, die natürlich sämtliche Versorgung brauchen, sämtliche Einrichtungen brauchen. In Pasewalk bauen sie ein riesen Einkaufszentrum. Das bauen die sicherlich nicht für die heutigen Einwohner Pasewalks, sondern das wird für die zukünftig hier Lebenden, auch vielen alten Leute, gemacht. Und Stettin?
Ist es wirklich die Stadt der Hoffnungen und Perspektiven, wie sie von den deutschen Nachbarn gesehen wird? Die Löhne, die hier gezahlt werden, reichen nur knapp zum Leben. Deswegen wohnen fast alle jungen Leute bei ihren Eltern, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Von der künftigen Elite der Stadt, den Hochschulabsolventen, wandern immer noch viele aus. Nach England, nach Amerika, nach Skandinavien. Das ist in ganz Polen so. Katarzyna Kwaźny wird bleiben. Sie studiert Betriebswirtschaft und Marketing, wohnt bei ihren Eltern und ist froh, dass die ihr helfen. Für die Auswanderer hat sie nicht viel Verständnis. Es gibt hier so viele Leute, die einfach davon ausgehen, dass es besser ist, sich mit einem Bier auf die Mauer zu setzen und abzuwarten, als aus sich selbst etwas zu machen. Das ist leider auch eine Wahrheit. Und wenn sie dann die Gelegenheit dazu bekommen, packen sie den Rucksack und ziehen nach Irland, nur um in einem Restaurant für 5 Euro die Stunde Geschirr zu spülen. Es liegt aber auch oft an der finanziellen Lage der Eltern, für die es unmöglich ist, ihr Kind zu unterstützen und ihm eine Ausbildung zu finanzieren. Aber es gibt eben doch viele Leute, die die Kraft aufbringen, es trotz aller Schwierigkeiten zu schaffen. Armin Gärtner ist in seine Lieblingsstadt gekommen. Und sein erster Weg führt ihn jedes Mal zu Ludwig Stanowski. Hallo. Die beiden sind seit Jahrzehnten Freunde. Und Armin, der Stettin noch vor dem Krieg kannte, führt Ludwig, der erst nach dem Krieg nach Stettin kam, durch die gemeinsame Stadt. Heute führt sie der Weg vorbei an Armins alter Schule. Das ist die Elisabeth-Schule gewesen. Aha. Das war eine Oberschule oder Grundschule? Eine Mittelschule. Für Armin Gärtner ist jeder Stettin-Besuch auch eine Inspektionsreise. Und er ist kritisch. Und ich freue mich, dass hier endlich mal auch aufgebaut wird, also diese Ecke. Wie gesagt, hier gebaut worden ist in Stettin schon viel. Aber gerade das Alte, das geht mir zu langsam. Boah, steht doch nicht. In polnischer Sprache. Panienska. Frauenstraße. Diese Straße musste ich hier mehr zur Schule gehen. Und da war das die Frauenstraße. Zu deutscher Zeit. Und hier gegenüber waren denn die leichten Frauen? Nicht viel zu sehen. Nee, da manchmal saß immer noch eine im Schaufenster, wenn wir von der Schule kamen. Nicht? Und, aber man hat uns nachher aufgeklärt. Also. In gemeinsamen Freundeskreisen gelten beide als Stettiner. Armin Gärtner ist dort der deutsche Pommer. Ludwig Stanowski der polnische Pommer. Die Grenze spielte für die beiden nie eine Rolle. Und für Stettin gilt das ja jetzt auch.